Der FC Schalke 04 trifft auf den FC Bayern München. Schiedsrichter der Partie Sven Hagemeyer. Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Unsere nächste klangvolle Paarung. Und beide hatten richtig was zu überstehen im Achtelfinale. Die Schalker in einem packenden, spannenden Derby. Erst in den letzten Sekunden überhaupt zum Ausgleich gekommen und dann den Sieg im Neunmeterschießen gefeiert. Und der FC Bayern hatte nicht nur Arminia Bielefeld gegen sich, sondern auch einen Großteil der Kreissporthalle. Letztendlich gewann sie das aber verdient mit 3:2. Für die Bayern gilt das Gleiche wie eben für die Stuttgarter. Die Bayern haben bisher jedes ihrer Spiele in diesem Turnier gewonnen. Lieblingsergebnis das 3:2. 3:2 gegen BVB, 3:2 gegen Union Berlin, 3:2 gegen Arminia Bielefeld. So, wir achten auch auf spannende Spieler. Das ist zum Beispiel bei Schalke 04 die Nummer 9, Jonas Diekmann. Bayern hier mit seinem Kapitän Moritz Göttlicher. Hier wieder am Ball. Und vorne der Nummer 10, Lennart Kahl. Einer der auffälligsten Akteure beim FC Bayern. Gut geklärt hier, Ada Uruk. Hier haben wir Karl. Bringt den Ball in die Mitte, aber kein Problem für Marcel Biskup, den Derby-Helden von eben. Mit 2 gehaltenen 9 Meter. Foulspiel hier von Göttlicher an Diekmann. Über die Bande, gut gemacht, und Baran Özmen klärt den Ball da gekonnt. So, jetzt der Fehler. Foulspiel, richtig entschieden, er gibt Freistoß. Wie ich das gesehen habe. Und gibt 2 Minuten für Mika Nala. So, wir schauen drauf. Hier der starke Ballverlust. Oh, war das schwer. Regie, können wir das nochmal sehen? Wo beginnt das Foul? Ich glaube, es war leicht innerhalb. Perfekt, danke euch. So, jetzt schauen wir genau hin. Ja, das Halten beginnt vorher. Dann liege ich dann unten. Das ist, glaube ich, auf der Linie. Also, wenn er das Halten bewertet, können wir das so gelten lassen. Sven Hagemeyer. War knapp. So, Diekmann blockt. Ecke für Bayern, Unterzahl für Schalke. So, Ball gelupft, Lennart Kahl. Dann der Scherenschlag hier von Moritz Göttlicher. Nächster Ballgewinn, die Bayern. Lennart Kahl, Distanzschuss! 1:0 für die Bayern.
Und da ist das 1:0 für den FC Bayern München. Stark zurückgelegt, Lennart Karl direkt abgeschlossen. Auch er gehört zu den auffälligen Spielern hier im Turnier. Schalke wieder aufgefüllt nach dem Gegentor. Nächster Treffer für die Bayern. Rhythm Mike. Und er fehlt ihm natürlich auch noch. Genau wie Lennart Karl. U16 Nationalspieler. Also die Bayern hier mit einem tollen Kader. Und mehr als ein Halbfinalkandidat gegen den Tabellenfünften der Westfalenliga, die Schalker. Wir haben jetzt den zweiten Block drauf. Hier ist Julian Becker hervorzuheben. Über die Bande hier sein Kollege Samuel Sakai. Der Aufbau bei München über Leo Ruland im Tor. Guter Fußballer auch. Hier wieder eine gute Öffnung. Jetzt aber der Ballverlust im Aufbau. Und dann ist es stark geklärt von Richard IRG. Oh, mehr drin für Schalke. Diese Ballgewinne, diese Überzahlsituationen sollten sie dann nutzen. So, Freistoß Schalke. Hasan Haradini. Jetzt der Ball von Becker ins Spiel gebracht. Abschlussversuch. Schalke ja auch traditionell mit einer überragenden Jugendarbeit. Sieht man allein daran, was für spannende Spieler hier in Lübeck schon über die Jahre auf der Platte standen. Allen voran Weltmeister Manuel Neuer 2002. Aber auch Maxi Meyer war da, Julian Draxler war da. In der jüngeren Vergangenheit Timon Weiner zum Beispiel von Holstein Kiel war 2015 hier. Jason Checker spielt jetzt bei Magdeburg, auch er 2015 hier. Und Phil Neumann von Hannover 96 war 2013 hier für den FC Schalke 04. Bayern scheinen nach rund der Hälfte der Spielzeit erst einmal möglichst viel im Griff zu haben hier in diesem Viertelfinale. Und Torwart wird attackiert. Ja, und dann diese Verarbeitung. Lennart Karl sofort wieder in der Abschlussposition. Wenn sie diese tiefen Bälle, die Schalke, etwas besser verarbeitet bekommen, dann erwischen sie auch den freien Mann. Weil Bayern macht Druck. Bayern geht da ins Risiko. Das wird bisher aber belohnt. So, Zusammenprall hier. Und nächste gute Möglichkeit. So, Becker. Das meine ich, diese Fehlpässe, die tun weh. Die tun weh, die tun richtig weh, weil Bayern auf 3-0 stellt. Da haben sie jetzt einen Ballverlust zu viel drin.
Und der nächste Treffer. Und was für ein Treffer von Lennart Karl. Da freuen wir uns jetzt schon auf die Wiederholung. So. Wunderbar, gefühlvoll rübergelegt. Fantastisch. Der hat jetzt richtig Spaß und Freude. Wieder nächste starke Aktion. Der zaubert jetzt richtig hier los. Der ist wie entfesselt. Die Bayern kommen nochmal. Ball geblockt in höchster Not. Aber wieder eingeleitet durch ein Kabinettstückchen von Lennart Karl. Und jetzt kommen die Schalker zum Ausgleich. Durch die Nummer 9. Durch Jonas Siegmann. Ja, ein bisschen provoziert von Baran Özmen hier. Aber diese Nicklichkeiten gehören ein Stück weit dazu. So, die beiden sind jetzt hier gerade wieder im Privatduell. 9 gegen 6. Die reißen da richtig an sich rum. Hier direkt vor meiner Nase schön zu beobachten. 9 gegen 6. Diekmann gegen Özmen. Schenken sich da nichts. Leere Tor, Lennart Karl. Er zeigt's an. Tor Nummer 4 für ihn. Lennart Karl zum vierten. Und damit das fünfte. Wieder Schalker Ballverlust. Tor war leer. Vorher hatte Arian Güzel diesen Ball verloren. 5-1. Für die Bayern. So, nächster Angriff. Guter Lauf ich hier. Doku macht von Mika Nala, aber Leo Ruland bekommt den Ball. Geklärt. Glück gehabt. Der kam schon wieder gefährlich. Und das hat auch Marcel Biskup gesehen im Tor der Schalker. War da schon wieder in der Rückwärtsbewegung. Freistoß für Schalke. Starker tiefer Ball aus der Drehung. Wisdom Mike. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Rafael Pavlic, fantastische Einzelleistung. Hier an der Bande, ein Bandenkontakt und da ganz überlegt eingeschoben, keine Chance für Biskup. Bayer macht es deutlich. Und das 6-1. Schalke bei 18 Teilnahmen, nur einmal im Endspiel 2010, übrigens gegen die Bayern. Es wird keine weitere Finalteilnahme hinzukommen.
Ja, da haben wir nochmal den Man of the Match, Lennart Karl. Auf der Platte. Kann er noch ein fünftes machen? Wir gucken gleich mal im nächsten Spiel auf die aktualisierte Scorerwertung. Da dürfte Lennart Karl noch mal ein bisschen Boden gut gemacht haben. Da ist er wieder. Nicht gefoult. Ball gespielt, sagt Schiedsrichter Hagemeyer. Oh, Schalke schön mit der Hacke. Sie bleiben spielfreudig. Arian Güzel. So, letzte Minute. Wir verabschieden uns von einer wirklich spannenden Schalker Mannschaft. Wir haben es gesehen, Julian Becker, Jonas Diekmann, aber auch Keeper Marcel Biskup. Mit tollen Aktionen, Diekmann verabschiedet sich hier nochmal mit dem Abschluss aus der Drehung. Hier über die Bande von Güzel, der Versuch, Lennart Karl. Ja, Fuß war zu hoch, genau, muss er unterbrechen. War keine Absicht, weil Güzel am höchsten Tempo kam. Also, wir gratulieren dem FC Bayern München zum 1.